Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Simraid-Video. Simraid ist jetzt endlich draußen, oder besser gesagt im Early Access. Haben sie noch im letzten Drücker nochmal geändert. Und ja, in dem Video will ich euch mal zeigen, was mit dem Early Access so dazukommen ist und wie meine Gedanken zu dem Ganzen so sind. Und ja, was ihr da schon seht, das Heizhaus ist jetzt farbig. Man könnte ja da draufklicken. Gibt es aber noch kein Content dazu. Der Editor funktioniert nach wie vor nicht, aber hier bei Triebfahrzeugführer oder Singleplayer gibt es jetzt mehr Aufgaben. Also man hat jetzt hier diese unterschiedlichen Aufgaben da, die man im Singleplayer fahren kann. Teilweise sogar recht lang, mit 3 Stunden 15. Und Tutorials, aber die Tutorials gab es auch schon im Playtest. Und wenn man jetzt hier bei Katowice noch Selitz, ja, ich kann es eh nicht aussprechen. Das mal hier anschauen. Dann gibt es auch hier entsprechend Fahrten. Bis zu 2 Stunden 40. Ist mal ein bisschen unterwegs. Ach ja, und die ET25 ist jetzt mit neu dabei. Kann man jetzt fahren. Bin ich persönlich jetzt noch nicht gefahren. Und man kann hier den Express fahren. Den bin ich schon gefahren. Das ist also der hier, der ET250. Der macht Spaß zum Fahren. Endlich mal 200 auf der Strecke. Ja, Stellwerke gibt es auch 2 neue. Und das Witzige ist, damit man hier die Stellwerke, also alle machen kann, muss man entsprechend Stunden sammeln als Fahrdienstleiter. Man zahlt, also man braucht nicht Punkte oder ein Level, sondern es wird einfach die Zeit gezählt. Beim allergrößten Stellwerke, glaube ich, sind es 6 Stunden, die man braucht. Die habe ich jetzt mittlerweile drin. Wir gehen jetzt hier auf den DE1-Server, Fahrdienstleiter und schauen uns das mal hier an. Ich glaube, genau. Zavirsi, garantiert falsch, ist ein neues Relais-Stellwerk, das wir machen können. Ich hoffe, ich komme jetzt hier rein. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat der DE1-Server so seine Probleme momentan, dass man überhaupt gar nicht laden kann oder dass man regelmäßig rausfliegt. Gab es jetzt schon im Playtest. Ist jetzt gefahren, bin ich nicht sehr viel. Gerade mal knapp 90 Kilometer. Und ja, das Laden hat nicht richtig funktioniert. Hier fehlt das Pult. Und es dauert jetzt gleich nur einen kleinen Moment und dann haut es mich sofort wieder raus. Es sind halt momentan so Simbrain-Momente. Ich glaube, ich mache es im Spiel einfach. Ah, na, da kommt schon Disconnect. Was man da machen kann, ist aktiv gar nichts. Man sucht sich einfach einen anderen Server. Wir gehen jetzt zum Beispiel auf CZ1. Hoffen, dass es hier frei ist. Ja. Und laden hier nochmal. Dafür muss ich aber sagen, ist mir das Spiel noch nicht ein einziges Mal abgestürzt. Einfach nur die Server-Disconnects, die leider nerven. Gerade wenn man einen recht langen Zug fährt oder schon lange unterwegs ist, ist das ein bisschen blöd. Okay, wir werden hier drin. Und da ist auch gerade schon was am Fahren. Aber die ganze Fahrstraße scheint schon gestillt zu sein. Da ist gerade was am Rausfahren. Hier kommt was rein. Und das ist dieser Güterzug hier. Ja, ein bisschen länger. Okay, kleine Übersicht. Also, wir haben hier links Lazy LA mit den 4 Anschlüssen. Wir haben hier oben Sivirz, wird aber aktuell noch nicht verwendet. Und könnte dann entsprechend hier rauf und runter fahren. Das hier sind alles Abstellgleise. Das sind die hier hinten. Sieht eigentlich gar nicht so spannend aus. Dann haben wir hier noch so ein Stumpfgleis. Da hat es dann hier hinten auch noch Abstellgleise, wenn wir uns dann gleich mal ansehen. Und der Bahnhof an sich. Also das ist eine Plattform. Hier unten ist eine Plattform, wo sie hier halten können. Hier jetzt noch ein paar Abstellgleise. Hier oben auch und Ausweichgleise. Schauen wir uns später an. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir hier ein 14107 richtig zum Bahnsteig bringen. Und der fährt dann noch Lazy. Alles klar. Also einmal grad. Und hier rein. Bitte schön. Und damit wir uns ein bisschen umsehen können,
kriegt ihr auch bald schon die Ausfahrt hier nach Lazy LR. Hier müsste ich 460, gibt es dann hier die Güterzüge, muss ich hier anfragen. Das gleiche macht auch Lazy hier unten, wenn er da Güterzüge reinschickt. Und ja, es ist eigentlich, es sieht mega komplex aus hier, aber man macht eigentlich nicht sehr viel. Man schickt halt von links nach rechts, rechts nach links die Züge hier. Ab und zu muss man halt hier den Block freigeben oder wieder löschen. Und die einzige Challenge ist eigentlich, den Zug hier richtig rauszuschicken. Denn wir haben hier einerseits Gora, oben und unten, und in der Mitte Mysko. Und die fahren halt entweder nach Mysko oder halt nach Gora. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und je nachdem schickt man sich halt mal, dass das war's. Hier Express einfach durchschicken lassen. Oder halt die Regios, die was halt hier anhalten. Hier kommt gerade der nächste. Der 242211. Das ist ein Güterzug. Der ist, ja, das ist der hier. Ah, interessant. Der geht auf Gleis 1. Oder Strecke 1. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Nach Lazy. Hä? Sehe ich das jetzt gerade falsch? Warum Strecke 1? Da haben wir von Lazy, der kommt auf 4 rein. 2, 1. Ah, da. Von Mysko nach Lazy geht es auf 160, 160. Aber bei ihm auf der 1. Okay. Muss man. Ah ja, das ist übrigens auch neu. Wenn man der KI nicht sagt, was hingefahren ist, dann fragt er, was ist weggefahren. Kann man aber ignorieren, wenn man da jetzt hier faul ist. Wenn natürlich echter Spieler drin ist, gibt es halt Bescheid, was kommen ist. Okay, der Güterzug, der fährt auch auf der 1. Der wird dann hier warten müssen, dass sobald jetzt der hier reingefahren ist, wenn wir die Weiche hier ändern und geben ihm hier die Einfahrt, damit er hier stehen bleibt. So, komm. Mach bitte die Weiche frei. Ein klein wenig noch. Beziehungsweise muss hinter das Signal hier. Ansonsten wird das nichts mit der Fahrstraße da hinten. Oh, ist ja noch. Dankeschön. Ah. Da ist jetzt ein Spieler drin. Lieber Spieler, möchtest du vielleicht ein bisschen schneller fahren? Bitte bleib jetzt da nicht stehen. Bleib jetzt nicht so stehen, dass jetzt die Weichen hier gesperrt sind. Oh, schlimm. Die Momente des Fahrzeits, es ist echt mega früh. Es ist 6:30 am Sonntag. Und jetzt habe ich das Glück, dass natürlich da ein Spieler reinkommt. Oh. Er hat einen Gashebel gefunden. Nice. So, hier ist frei. Also, wir gehen hier auf positiv wieder. Und los geht's. Ja, ich denke, wir können uns mal ein bisschen umsehen hier. Eins von den Dekomaterialien hat sich hier nicht sehr viel geändert. Was mich noch gewundert hat, ist, dass man hier das Licht nicht einschalten kann. Bei der Handstellwerke geht es. Wir gehen jetzt hier raus. Und schauen uns den Bereich da hinten ganz kurz an. Oh, da fahren die Autos. Wie geil ist das denn? Was ist das gleiche auf der anderen Seite? Wie geil! Ah, kann ich da vorne ein Screenshot machen? Chat bitte ausblenden. Ja, geil! Nice! Ja, euch zwei dann viel Spaß noch!
Ja, also der Stumpfgleis hier ohne Strom. Hier hinten die ganzen Abstellgleise, glaube ich, haben Strom. Immer nach hinten. Hab das selber auch noch nicht gemacht, dass ich da nach hinten rein bin. Aber man hat hier eigentlich nie die Situation, dass man hier die Abstellgleise irgendwie voll kriegt. Was schade ist. Ist eine super Station, einfach für so Custom-Fahrpläne oder dass hier ein bisschen rumrangiert wird. Weil so wird es dann halt irgendwann, ja, monoton. Machst halt immer das Gleiche. Sollte man vielleicht mal zumindest das hier wieder einblenden, damit ich sehe, was die Spieler machen. Und ja, alles hier mit Oberleitung. Also ist jetzt nochmal richtig viel Platz, um hier ein bisschen was abzustellen. Und da meldet sich ja schon Lazy, weil ich nichts gesagt habe. Ja, aber ich denke, wirklich spannend wird es hier nicht. Da geht es einfach weiter noch Lazy hinter der Kurve da hinten. Ja, wir schauen uns mal das andere Ende von diesem Gleis hier an, wo wir vorbeigelaufen sind. Dazu gehe ich jetzt mal wieder ins Stellwerk. Ah, da ist der Kollege. Ciao. Und da muss ich nur darauf achten, dass ich dem Güterzug eine Ausfahrt gebe. Aber ist ein Güterzug, der kann warten. Und da ist kein Spieler drin. Ah ja. Die Passagiere, die hinterm Zug sind. So, hier hinten müsste das Gleis sein. Ja, genau. Wir gehen jetzt mal den Strang hier links nach, mal hier rechts. Geht einfach nur um die hinter die Kurve, da hat es ein TM-Signal. Genauso wie das hier, also für alle, die das wissen wollen. Hier ist TM55. Und hier hinten nach der Kurve hört es einfach auf und davor ist nachher nochmal ein TM-Signal. Handweichen geht im Early Access übrigens nach wie vor nicht. Leider. Aber das sieht nach einer ehemaligen Abstellgruppe hier aus. 40113 um 6:42 Uhr. Alles klar. Ja, hören hier auf. Also nichts Spannendes. War hier mal vor langer Zeit mal was Tolles hier. So, ab ins Stellwerk. Mit der 1. So, der Kollege hier. Na, war das nicht der hier? Ne, dann ist es der hier. Auf die 1 soll der kommen. Kannst du haben. Und tschüss. Und von Misko kommt der 4013. Der wird bestimmt hier halten wollen. Ja, tu da. Das heißt, der auf dem Gleis kommt er hier rein. Wirklich einfach Einfahrt geben. Cool, dann können wir uns den Bahnhof anschauen. Schauen, was uns da vorne erwartet. Ach, das ist nur die einzelne neue Lok hier. Das Gleis hier ist gesperrt. Referenz, hier TM45 rangieren. Ah, ich finde es so doof, dass sie das Rangieren gesperrt haben, dass das nicht mehr geht. Also eine Rangierfahrt aufzumachen. Ich hoffe, das kommt wieder. Ich glaube, das war hier eine Umfahrung. Was ist weggefahren? Ein Zug ist weggefahren. Ja, tut mir leid, dass ich das ein bisschen nicht nach Vorschrift mache. Hörst du da hinten auch einfach auf? Okay, machen hier die Autos das Gleiche? Ne, da geht's gerade noch so. ja, aber da werden Wände einfach auf Schienen aufgezogen. Sowas muss doch eigentlich im Polishing auffallen.
Oder sind sie wirklich der Meinung, die Spieler laufen nicht so rum, wie ich das mache? Also, was für Geheimnisse haben wir hier hin? Ja, so wie es aussieht, nicht sehr viel. Hört hier einfach auf. Okay, ab zum Bahnhof. Wo dann 4013 auf uns wartet. Wenn er dann da steht, gehen wir dann wieder rein. Ey, ich möchte schneller laufen können. Das wäre super. Ist echt ein bisschen schnell hingrotzt, muss man sozusagen. So, Bahnhof. Ein Teil vom Bahnhof zumindest. Und hier drin wäre dann diese Abstellung. Okay. Oh, da könnte man so viel Spaß haben. Okay, wie gehen wir nicht? Okay, ach schon, ich kann hier irgendwie nicht rein. Okay, da sind die Prellböcke da hinten. Da sind wir schon lange nichts mehr gefahren. Und hier geht es dann wieder raus. Hier gibt es auch nochmal Abstellgleis. Das ist eben der große Perron hier in der Mitte. Und die Ausweichgleise hier. Inklusive Stumpfgleise auf der Seite hier weiter oben. Glaube ich, müsste das sein. Na? War doch gar nicht so weit weg. Okay, hier haben wir die 23. 22. Kann ich hier einen Zug hinschicken auf das Gleis hier? Ich merke mal TM22. Ah, das eine Gleis hört da hinten auf. TM2. Alles elektrifiziert. Jetzt bin ich aber wow. Okay, ziemlich grün hier und das Spiel hängt. Geil. Ah, das Signal. Ah doch, funktioniert. A15. H13. Jetzt will ich mal nachsehen. A15 und H3. Tatsache. Okay. Aber das endet hier hinten. Bringt mir also gar nichts. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht hier was, etwas, was nach unten geht. Er fährt jetzt gerade rein. Und Lazy LA packt an, fährt da unten. Okay, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich zeige euch mal das andere Stellwerk, was jetzt neu wieder zugekommen ist. Ja, und damit wären wir auch im anderen Stellwerk. Und zwar hier in Opoknopolut. Nee, ich sage einfach, ob Hockno gut ist. Hier hat beim Playtest die Strecke geändert. Man konnte hier bis zu diesem Bahnsteig hier fahren und sobald es dann hier losging, wurde dann hier rausgeschmissen. Und da geht es dann in die Richtung weiter nach Warschau. Den Platz haben wir uns hier schon mal ein bisschen angesehen. Hier hat es eine Fahrschule oder sowas ähnliches wie eine Fahrschule mit dem LKW da hinten am Parkplatz. Es hat nur diesen einen Perron und ansonsten ist hier nicht sehr viel los. Das sieht man natürlich auch hier am Pult. Ist komplett digital. Wir haben jetzt hier Links-Rechts-Verkehr. Linke Seite ist Bilichowice, rechts ist Ici-Kowice, LK4. Und wir haben halt Züge, die jetzt entweder durchrauschen oder halt hier unten halten, so wie der nächste hier. Der bleibt hier 4 Minuten stehen, fährt dann weg. Das gleiche auch von der anderen Seite. Und man könnte halt hier das Gleis nutzen für Überholungen. Jetzt haben wir hier 14111, der auf der rechten Seite kommt. Wir schauen uns den mal an. 14111, der bleibt zum Beispiel auch stehen.
Ja, dann ist halt die Frage, wie macht man es halt am schlauesten? Ne, weil der, wenn der jetzt hier stehen bleibt, dann blockiert er natürlich die Strecke. Aber ja, wenn ihr das nicht falsch macht, oder man kann hier fast nichts falsch machen, außer dass man auch so ein bisschen durchsteigt, ist hier eine ruhige Nummer. Moment doch mal. Ich sehe gerade, die SBL ist gedreht. Der 41.08. Okay. Ja. Du fährst doch bitte hier nach unten. Also vor mir war KI. Haben wir überhaupt Spieler hier drauf? Ja, okay. Wir sind aber weit entfernt. Okay, ja, sehr interessant, dass die SBL hier gedreht ist. Na gut. Ja, ich denke, mehr gibt es jetzt hier zu diesem Stellwerk nicht zu zeigen. Also es ist wirklich sehr einfach. Ich würde sagen, wir gehen mal noch nach Warschau. Weil wir können ja jetzt die ganze Strecke fahren und halt das auch mit einem Super Turbo Express Kiebel und schauen uns mal den an, wie der so zum Fahren ist und wie sich das da anfühlt, 200 hier in Zwimmel zu fahren. Also, bis gleich. Okay, ich habe jetzt einen Express gefunden, der hier in Warschau startet und dann die ganze Strecke abfahren würde. So sieht das ganze Cockpit hier drin aus. Was haben wir hier alles? Federspeicher, Bremse, Notbremseüberbrückung, die Bremse an sich, Umluft, Taschenlampe können wir hier anmachen, Notbremse, Fahrhebel, Türsteuerung, links und rechts, Alarm haben wir hier, dann Kupplungsabdeckung können wir auf und zu machen, Spannungswähler, Führerstand überhaupt erstmal einschalten, mache ich mal zur Sicherheit, Stromabnehmervorwahl, Hauptschalter haben wir hier, dann Geschwindigkeitsvorgabe können wir hier einstellen, die wird dann hier links oben im Display angezeigt, was wir eingestellt haben, zum Beispiel jetzt hier 40, So, wunderbar. PCB brauchen wir aber hier in Polen nicht. Da können wir entkuppeln und natürlich unser Zugfunk und Lichtschalter. Wir können hier sogar das Rollo runterlassen. Sollte es gleich mal von oben kommen. Ja, da ist es. Und wir können es wieder hochfahren. Ja, und halt Führerstandsbeleuchtung hin. Fußablage rauf, runter, Heizung, Scheinwerfer, Fernlicht. Und so weiter. So. Hier ist der ganze Kollege von draußen. Eine Sache möchte ich euch mal kurz zeigen. Was ganz cool ist. Hier. Die Beschriftungen. Die passen sich an zu dem Zug, den du fährst. Das ist mega cool. Okay. Türen zu. Abfahrt. Ja, müssen jetzt schon zu sein. Bremsen lösen. Ja, Display kann man hier auch umstellen. Klingt halt mega komisch. Und hoffentlich gibt er mir jetzt Leistung. Nein, gibt er mir nicht. Jetzt. Okay. Geht leider nach wie vor nicht, aber dann mal die Feststellbremse deaktivieren. Dankeschön. Jetzt. Sehr gut. Und dann wird unser Ziel sein, dass wir hier 200 düsen. Oh, interessante Ansicht. Ah, schön. So, jetzt haben wir die Ansicht da oben rechts. Übrigens nicht wundern, warum SIFA bzw. AHBS nicht die ganze Zeit kommt.
Ich habe jetzt gerade mal die vereinfachte Steuerung drin, damit die nicht nervt. So, 80 ab hier. Wäre noch der Halt für das Stadion, wenn jemand Fußball spielen mag. Okay, ein bisschen mehr Schmackes. Oder jetzt glaube ich, habe ich 80. Ja, passt. Ja, sieht schon irgendwie geil aus. Müssen wir hier da in Warschau noch ein paar Mal anhalten, bevor es dann rausgeht. Den Abschnitt der Strecke bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist das erste Mal. War jetzt wirklich ein Glückstreffer, dass ich dort den Express von ganz am Anfang gefunden habe. Kleiner Tipp, wenn ihr da die ganze Strecke fahren wollt, macht die Live-Map auf und schaut, wo die Züge gerade sind, mit welcher Zugnummer. Was ist das da links? Also Hochbahn oder sowas ähnliches. Cool. Mal richtig schön Tunnel fahren. Zumindest für einen kurzen Moment. Oh, wir haben 60. Und ein Leck. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Es ist so nervig in dem Spiel. Wir schauen, dass wir den ganz schnell wieder kriegen. Multiplayer. Ich glaube, CZ1 war es. 14, 15, meinte ich, war es. Ja, 14, 15. Da, 14, 15, wir gehen wieder rein. Das ist halt schon ein bisschen ein Spielverderber. Diese random Disconnects. Und das war jetzt sogar auf dem Server, bei dem dann nicht mal viel los ist. Wenn man das dann bei einer Aufgabe hat, die 2,5, 3 Stunden geht, ja, nee. Okay, wir sind wieder im Tunnel. Kann ich wieder übernehmen. Das ist jetzt zum Beispiel genau das Problem, dass jetzt der Richtungswender nicht drin ist und den kriege ich auch nicht wieder rein, bevor der Zug nicht angehalten hat. Also, ich kann ihn schon drücken, aber er nimmt es halt wie nicht an. Oh, und es wird Licht. Frag mich, von wo das hier dann gesteuert wird. Oder da als FTL sitzt, wenn sie das dann überhaupt mal hier reinbringen. Den Bahnhof hier unten. Ach ja, die Bremsstellungen sind auch noch speziell. Man hat hier minimale E-Bremskraft und dann maximal und dann kommt... Ja, quasi mechanisch. Verstehe ich nicht, warum das so bei dem ist. Naja.
Jetzt ist vorwärts drin. Hier deaktiviert. Schauen wir uns doch mal hier ganz kurz um. Anzeiger funktionieren leider auch noch nicht. Leider. Moin, Kollege. Ah, man kann hier raufgehen. Das probieren wir natürlich. Man kann ja nicht raufgehen. Alles klar. Aber man kann in den Zug einsteigen. So sieht der Ganze von innen aus hier. Hier so ein bisschen VIP-Abteile. Erste Klasse vermute ich mal. Aber man kann sich leider nicht hinsetzen. Hallo. Gibt sogar einen Bistro-Bereich hier. Ist aber heute leider geschlossen. Okay, that's it. Gehen jetzt hier nicht komplett durch. Führerstand. Aber wir können uns das hier noch ein bisschen angucken. Restraum betreten. Dort noch so ein Zwischenbereich. Und da werden dann unsere lieben Fahrgäste. Oh, entspannt euch. Wieder nur ich, der hier am Zug fahren ist. Alles leckt schon wieder. So, Türen zu. Geschwindigkeitsvorwahl auf 40. Oder schneller. Bremsen lösen und Abfahrt. Warum gibt es jetzt wieder keine Leistung? Ah, jetzt. Oh, diese Geschwindigkeitseinstellung beim Tempomaten ist doch genauso beschissen wie bei der Trax. Und da ist schon wieder vorbei mit der Tunnelfahrt. Fern ich das ja nicht an. Nee. Es gibt hier sogar eine eigene Lichthupen-Button. Ah. Hätte ich gerne bei der EU auch. Boah, Endeffekt. Ah, nächster Haltepunkt hier. So, ja, war ein Schild mit 90. Also fahren wir 90. Und ich würde sagen, Maximum Schmackes. Aber überrascht mich, dass der Express jetzt hier bei jedem oder fast jedem kleinen Bahnhof hier anhält. Aber ja, klein ist relativ. Aber ich meine jetzt, also, dass er nicht wirklich weit fährt. Oh oh. Ich glaube, ich muss anhalten. Da könnte ich mich jetzt vielleicht verbremsen. Macht mir jetzt noch ganz viel Spaß, bei 200 runter zu bremsen. Okay, da wurde einiges zurückgebaut hier. Ach, ich darf hier wieder weiterfahren.
zumindest ein kleines Stück. Da irgendwo das Stellwerk sein? Na, ich glaube eher, das da rechts wird Stellwerk sein. Der letzte Halt hier in der Gegend und dann heißt es ab auf die Strecke und Vollgas. Ah, da hat der Anzeiger jetzt funktioniert. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum Umschauen. Cool. Sonst nicht sehr viel los hier. Schauen wir noch mal ganz kurz zum Stellwerk. Also ich glaube, das ist hier drin. Oder? Ich meine, sieht mega schräg aus, aber kann man hier rein? Hallo? 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 Alles ein bisschen im Boden versenkt hier. Och nö. Aber es sieht halt so nach Stellwerk aus hier. Würde auch irgendwie passen, wenn man hier sagt, dass hier die ganzen Gleise noch gewesen sind, dass es hier hinten ist. Oh, mega schräger Aufstieg. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich hätte echt gedacht, zum Early Access kommt viel mehr an Stellwerken. Es ist ein bisschen enttäuschend, so vom Content her. Und vor allem, wie viel Bugs hier einfach noch hat in dem Spiel. Nee, da hat es nichts Spannendes. Tote Hose, ganz alleine. Geh mal bitte in so einen Zug rein. Schnell weg hier. So, Tür sind wieder zu, Bremse bitte lösen. So, geht doch. Ja, ah, gehen wir Maximum Schmackes. Ja, da hat's ein, zwei Weichen. Das stelle ich mir jetzt noch spannend vor, hier da FTL zu sein. Da hinten könnte ein Depot sein. Am liebsten würde ich anhalten und mir das alles angucken. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. So, Scheibenwischer. Der ist da. Modus 1. Modus 2 dann einfach durchgehend. Ist einfach nur schneller. Okay. Ach ja, man kann hier die ganzen Sachen auch hier mit Scheibenwischerwasser anspritzen. Man sieht es rechts oben gerade. Und dann wird die Scheibe auch später wirklich sauber. Weil die kann dreckig werden. So, 100. 120.
dann geht's auch schon rauf auf 110. Ja, Abstellung hier. Alles leer. Stellt da mal ein paar bisschen Zeugs hin. Das wirkt so ein bisschen. Ja, das wirkt irgendwie nicht so schön. Moin, Kollege. Also, sie haben noch sehr, sehr viel vor sich, bis das hier perfekt läuft. Und ich würde mal sagen, so ein gutes Jahr wird sich nicht brauchen, bis dann hier die ganze Strecke erstmal einwandfrei läuft, Wachsweg sind und dass man hier dann entsprechend Spaß hat. Da links ist wieder ein Stellberg. Kann mal reingucken. Wobei das vermutlich hier nicht ganz so spannend wird. Also da wieder durchschicken. Ist die Frage, ob dann auf der Linie da links Verkehr kommt. Und wieder rein hier. Achso, 160. So, da. Okay, jetzt fahren wir legal mal 100, über 140. Das Höchste, was man in TD2 machen kann. Ah, nächster alte Punkt hier. Und das Blöde ist, oder Gute, je nachdem wie man sieht, es wird die Strecke halt jetzt nicht wirklich spannend. Also zumindest mit wir fahren jetzt leider. Weil jetzt kommen wir jetzt eigentlich nur noch so. Ja, kleinere, mittelgroße Haltepunkte oder sowas wie das da. Und ansonsten ist einfach Highspeed angesagt. Durchblättern bis zum Gettysberg. So ähnlich wie die letzten Stationen, wo wir vorher drin gewesen sind. Weil die Kleinen hier jetzt echt aufmachen können. Das sieht auch noch ein kleines Stellwerk aus, wo man rein kann. Ja, das war ein Stellwerkshäuschen. Vermutlich ist 200 dann hier außerhalb der Stadt. Ja, toter Anschluss hier. Und Schla Express. Genau. Ja, ich denke, ich werde noch mal ein eigenes Video machen, wo wir mit dem Express die ganze Strecke abfahren werden. Aber dann werden wir in Katowice starten, wo ja die ganzen Stellwerke noch offen sind von die Spieler. Und dann fahren wir hier bis nach Warschau rauf und schauen, dass wir da ankommen. Aber ich glaube, das will ich schon mit dem Express fahren. Und nicht mit dem Eurocity. Der nur maximal 125 fahren kann. Zumindest mit der aktuellen Lok im Spiel. Also, ich glaube, 2-3 Stunden waren es dann. Also der Yoshi hat das gerade letztens gemacht. Gut ab, für die Nerven. Ich bin doch nicht.
Ja, kein Warnsignal. Oh, cool. Ein Kiebel. Aber das ist die Mini-Station hier. Also jetzt könnte man schon 200 fahren, würde ich sagen. Nichts im Weg, alles schön gerade. Ja, kleiner Gag hier. Man kann hier aufmachen. Hat zwar keinen Effekt, aber es geht. Ah ja, und folgendes geht auch. Wir können natürlich aufsteigen und einfach hier nach hinten gehen. Der Zug beschwert sich dabei nicht. Na? Ach, ich bin der Lokführer. Dachte, ich schau mal hier hinten vorbei. Ich werde jetzt erstmal von alleine. Oh, schade. Notbremse funktioniert nicht. Der nächste Express hier. Aber die Polen fahren den Zug zumindest auf der Strecke nicht komplett aus. Vor allem wenn der 250 fahren darf und die hier nur 200 haben, 50 verschenkt. Schade. Vielleicht machen sie es auf einer anderen Strecke. Und wieder die nächste Mini-Food-Station da. Ja Leute, ich würde mal sagen, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Cut bis zu dem Punkt, wo wir 200 fahren dürfen. Und dann zeige ich euch das noch und dann war es das erstmal für dieses Video. Also, bis gleich. Okay, der Cut war jetzt irgendwie überflüssig, denn ich bin literally gerade 600 Meter oder so gefahren. Und dann kam schon hier die Ankündigung für 200. Also, ihr habt echt nichts verpasst. Also von der Strecke her zumindest. Und dann endlich Full Speed. Ich könnte auch jetzt schon Gas geben. Und dann kriegt sie Mindestpunkte. Ich würde gerne noch ein bisschen leveln. Ah, hier mal eine Station, wo mal ein bisschen mehr los ist. Boah, schönes Bahnhofsgebäude. Ah, da geht's auch mal irgendwo hin. Gut, wieder hier rein. So, Tempomat. Maximum Schmackes bitte. Ich fahre doch nicht so schnell. Wo denkst du hin?
Booster machen wir noch mit an. Schon irgendwie witzig, dass der so einen Turbo-Button hat, so wie die Rechte früher. Ja, und das ist das Geschwindigkeitsfeeling für 200 Stundenkilometer. Es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht an wie 200. Aber ich glaube, das ist beim Autofahren und Co. ähnlich. Das wirkt einfach nicht so schnell. Außer man ist draußen, wie zum Beispiel auf dem Motorrad, und fährt dann mal die Geschwindigkeit, dann ist es schnell. Aber würde ich jetzt den Tacho nicht sehen, ich sehe nur so raus, dann hätte ich gesagt, naja, so 140 vielleicht, 150, aber nicht 200. Das gleiche haben wir jetzt mit dem Zug, ja mitfährst, mit dem ICE, du fühlst die Geschwindigkeiten einfach nicht. Ja gut, das wollte ich euch jetzt mal noch zeigen. Das nächste Mal würde ich sagen, fahren wir die ganze Strecke mal ab mit einem Express. Diese machen wir dann mal so einen Livestream. Und ich werde keine Stationen in Simrad erstmal machen für die zwei Stationen, nachdem ich das schon gezeigt habe. Aber ich werde mal so kleine News-Videos dazu machen zu Simrail, wenn was Interessantes rauskommt, wie ein neues Feature oder eine neue Station. Da gibt es für das dann natürlich ein Video. Aber ich werde jetzt nicht großartig viel in Simrail rumfahren oder FDL, weil der Fahrplan ist sehr statisch. Also das wiederholt sich einfach viel zu schnell. Und es macht dann einfach keinen Spaß, wenn es dann lang macht. Da braucht es ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist meine Meinung erstmal. Okay, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bleibt gesund. Bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.